Heute geht es um Patente und Unternehmensführung. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner, und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und heute habe ich Dr. Bernd Gerob zu Gast. Vielen Dank, dass du da bist. Sehr gerne. Danke, Rolf. Du bist Experte für Unternehmensführung, Leadership. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist. Wo kommst du her? Eigentlich bin ich von Hause aus Ingenieur. Ja. Ich habe also Elektrotechnik studiert, dann promoviert und während der Promotion mit einem Maschinenbauer zusammen eine Sensorik entwickelt, die wir dann auch zum Patent angemeldet hatten. Und das war so der Nukleus für unser Startup, was wir dann gegründet hatten. Mhm. Und weil da habe ich also viel Erfahrung dann auch mit Führung, wie auch dann mit Patenten, Widersprüchen und was weiß ich nicht alles. Und was ich aber da dann erkannt hatte, ist, dass ich mit der Zeit gemerkt habe, so ein guter Ingenieur bin ich vielleicht doch gar nicht, weshalb ich mich dann langfristig, nachdem wir unser Unternehmen an ein großes Unternehmen verkauft hatten, habe ich gemerkt, dass mit der Teamführung, Unternehmensführung, Mitarbeiterführung ist eigentlich mehr mein Thema, weshalb ich heute in dem Bereich unterwegs bin, ähnlich wie du auch mit Podcast und Videos und helfe vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen im Bereich Mitarbeiterführung und Unternehmensstrategie. Ja, du hast dein Unternehmen verkauft, und bist dann aber in dieser Unternehmensgruppe drin geblieben, kann man ruhig sagen. Ja. Kugelfischer. Ne? Das war damals FAG. Und FAG ist ein Jahr später dann von einem noch größeren, damals die INA, hat das übernommen. Und die sind ja dann fusioniert zur Schaeffler-Gruppe. Und ich war dann also in der Schaeffler-Gruppe im Industriebereich für den Service zuständig. Warst du Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen oder in einem Unternehmen? Ich war vor allem, habe das Servicebereich weltweit und da war ich Geschäftsführer und habe halt verschiedene Firmen dann damals aufgekauft, um in die Firma zu integrieren und war sehr viel vor allem weltweit unterwegs. Habe ich halt gemerkt, diese Mitarbeiterführung ist das, was mir am meisten Spaß macht. Da hast du dann ja echt auch mal ganz große Teams und warst für viele tausend Leute zuständig. Und tausend Leute, nicht, aber hunderte. 350 Leute große, war der Service insgesamt. Genau, große Teams und vor allen Dingen unterschiedliche Kulturen. Da hast du bestimmt einiges mitgenommen. War das, bestimmt das auch eine steile Lernkurve. Oh ja, und da habe ich sehr viel falsch gemacht. Und danach immer mehr richtig und hast dich dann eben da jetzt in diese Nische reingesetzt, dass deine Erfahrung anderen weiterzugeben. Finde ich toll. Genau. Ja. Du hast schon das kurz erwähnt, du hast auch schon früh mit Patenten zu tun gehabt und wahrscheinlich in der Schaeffler-Gruppe oder Kugelfischer sowieso dann, weil das sehr technologielastige Unternehmen sind. Wie hast du denn als Führungskraft oder im Unternehmen Patente wahrgenommen? Was haben die für eine Rolle gespielt? Also vielleicht ganz am Anfang, noch vor dem großen Unternehmen, für uns war es als Startup auch ganz wichtig, ein Patent zu haben, weil wir damit unserem Venture-Kapitalgeber zeigen, da ist ein Unterschied zu den anderen im Markt. Ja. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der ein Startup gründet. Das kann nachher ein großes Asset sein, warum jemand in euch investiert, in das Startup. Natürlich nachher dann bei der Schaeffler-Gruppe, das fand ich so sehr spannend, noch bei FAG war das so, das war also 2001, die hatten 17.000 Mann Unternehmen, die hatten einen Patentanwalt, haben dann sicherlich mit Patentanwälten zusammengearbeitet, aber mein Eindruck war, die waren sehr stark im Industriebereich unterwegs, die haben auch Patente gemacht, aber die Strategie war nicht so ausgefeilt und nicht so fokussiert wie bei der INA. INA damals sehr stark Automotive-Industrie und die hatten allein, die waren 30.000 Mitarbeiter INA zum damaligen Zeitpunkt und die haben 12, 13 Patentanwälte in der Firma gehabt. Die hatten eine ganz andere Strategie und das war ganz anders aufgesetzt. Das war sehr spannend zu beobachten. Natürlich dann auch, wenn das dann fusioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schaeffler-Gruppe da heute hat in der Patentabteilung, aber ich denke, dass die diese Strategie weitergefahren haben. Da war ganz klar, das hat zu dem Geschäftsmodell auch einfach gehört, dass man sich sehr stark mit Schutzrechten beschäftigt hat. Ja, Bernd, du bist ja Experte für Leadership und Führung und ich höre auch schon lange deinen Podcast und bin da auch Fan und habe den natürlich abonniert und auch der YouTube-Kanal ist jetzt ja auch schon eine Weile schon aktiv. Du bringst ja Unternehmern bei, wie sie Unternehmen führen.
Macht es einen Unterschied, wenn ein Unternehmen Patente hat oder nicht? Haben Patente Einfluss darauf, wie man Unternehmen führt? Ja, ich würde schon sagen, das ist, sollte man sehr beachten. Man muss allerdings auf das Geschäftsmodell erstmal achten. Mhm. Ist es ein Unternehmen, was sehr innovativ ist, was sich im Markt auch wirklich unterscheidet, dadurch, dass es sehr innovativ ist, dass es neue Technologien hat, dass es diese Schutzrechte auch wirklich braucht? Mhm. Wenn das der Fall ist, dann haben Patente einen großen Einfluss. Und dann muss ich natürlich auch in meiner Strategie das abbilden. Mhm. Also, aber auch wenn es sagt, ja, wie führst du Mitarbeiter? Es geht als erstes immer erstmal darum, was ist unsere Strategie, was ist unsere Vision? Und da gehört meiner Ansicht nach rein, wenn wir irgendwo hinwollen mit dem Unternehmen, wenn wir für irgendwas da sind, um das zu erreichen, brauchen wir Patente oder brauchen wir es nicht? Mhm. Verletzen wir vielleicht Patente? Ja. Also ich muss mich damit schon dann, sobald es ein halbwegs innovatives Unternehmen ist, werde ich mich mit Patenten beschäftigen müssen. Mhm. Und sagen wir beim KMU oder im Startup ist das häufig eher so ein bisschen hemdsärmlich. Da würde ich es jedem raten, überlegt es euch gut und hört mal oder schaut euch mal die Videos von dir an oder geht einfach mal in Kontakt mit einem Patentanwalt, um einfach zu verstehen, um nichts falsch zu machen, weil nachher ja hätten wir, ist immer blöd. Bei den großen Firmen ist es halt nicht so hemdsärmlich, da geht es eigentlich mehr in die Richtung, dass es wirklich meistens Abteilungen gibt, so wie ich bei Schaeffler zum Beispiel, wo es Patentkoordinatoren gibt, die dann teilweise mit großen Firmen, großen Anwaltskanzleien zusammenarbeiten oder die auch ein wirklich eigenes Team haben. Mhm. Und da wird es dann natürlich wieder schon spannend, wie kriege ich jetzt die Mitarbeiter, die Entwickler dazu, mit dieser Abteilung zusammenzuarbeiten oder wie kriege ich überhaupt im Englischen ist dieses Awareness, diese, ey, wenn ihr da was Neues habt, seht zu, dass das nicht bei, ja, ich habe schon in der Konferenz vorgestellt, ganz schlecht, jetzt können wir es nicht mehr zum Patent anmelden. Ja, ja, ja. Also solche Sachen, wie kriege ich das hin? Und das fängt damit an, dass ich über eine Vision, über Ziele, über Strategie auch mit meinen Mitarbeitern spreche, dass die wissen, wofür stehen wir und dass denen klar ist, ja, ist mir klar, gut, dass wir Patente haben. Mhm. Und wenn ich das hinkriege, dann kann ich auch mit den Entwicklern drüber sprechen, hey, wenn ihr da die und die Sachen habt, überlegt euch, ob, ob das nicht patentwürdig ist. Mhm. Dazu muss ich aber dann auch immer sagen, wenn ich so vorgehe, muss ich als Chef oder als Leitungsfunktion den Leuten auch die Zeit einräumen. Ja. Wenn ich es also nicht vorlebe, wenn ich also vorlebe, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, das können wir auch noch später machen, jetzt ist der Kunde wichtig, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass keine Patente rauskommen oder dass irgendwas schief läuft. Ich muss dem wirklich Wert beimessen und Wert beimessen heißt bei der Führung hauptsächlich. Ich persönlich als Geschäftsführer, Vorstand, sonst was, muss darüber sprechen. Es kostet mich Zeit. Ich muss es immer wieder ansprechen. Und ich muss den Leuten die Zeit geben, sich auch wirklich damit zu beschäftigen. Es ist wie mit Führung, so ist das auch mit Patenten. Es ist immer etwas, was mir langfristig hilft. Kurzfristig ist es eine Investition und kostet mich einfach nur Zeit und Geld. Also im Prinzip sagst du, man muss die Hürde erniedrigen, möglichst, dass man es den Mitarbeitern möglichst einfach macht. Ja. Ideen, die sie haben, Erfindungen, die sie haben, ans Unternehmen weiterzugeben. Ja. Genau. Bevor jetzt die eher betriebswirtschaftlich orientieren sagen, jawohl, da machen wir Boni und alles. Darauf kommt es einem Entwickler nur bedingt an. Der will wertgeschätzt werden. Mhm. Und häufig ist es auch so, wenn die Wertschätzung da ist, dass das Unternehmen sagt, hey, wir haben so und so viele Patente und der Hugo Meyer, unser Entwicklungs für den Bereich, hat 5 Patente. Das, wenn ich das aufwerte, das ist mehr ein softer Faktor, der da extrem hilfreich ist. Verstehe oder wenn ihr sagt, das ist unsere Entwicklungsabteilung, die sind immer das zu sind spät. Die Spinner. Das sind die Spinner, ja. Okay. Da brauche ich mich nicht zu wundern. Ne? Ja, nee, natürlich. Genau, das ist das wichtigste Asset für viele Firmen eigentlich und das oft unterschätzt. Ja. Jetzt sind manche Firmen ja sehr unterschiedlich aufgestellt, auch große DAX-Konzerne sind sehr unterschiedlich aufgestellt, wie sie
Patente im Unternehmen in Strukturen gebracht haben. Also es gibt manche Unternehmen, die haben nur ein ganz relativ schmales Team, was sich mit Patenten beschäftigt und dann alles an eine große Kanzlei rausgeben, also zum Beispiel Adidas oder so. Das kann man gut an den Patentregistern eben nachvollziehen, einfach mal recherchieren und so. Und dann kann man sehen, okay, das ist alles bei einer Kanzlei. So. Dann gibt es wieder andere, die haben auch ein relativ verhältnismäßig schmales Inhouse-Team und verteilen das an dann ganz viele kleine Kanzleien. Ja? Beispiel, weiß ich, sind Siemens oder Volkswagen oder so. Ja? Die ticken eher so. Und dann gibt es wieder andere Firmen, die haben eine große eigene Patentabteilung, wie zum Beispiel Schaeffler, hast du berichtet, oder Bayer oder so. Ja? Die machen das eher mit einer großen eigenen Patentabteilung und haben das Know-how dann in-house. Und das hat bestimmt, weil es diese konkurrierenden Modelle gibt, haben alle bestimmt gute Vor- und Nachteile. Wie ordnest du das ein? Was würdest du Unternehmern sagen, weiß ich, größeren Mittelständlern, die jetzt so auf der Schwelle sind, eine Entscheidung zu treffen, make or buy, soll ich eine eigene Patentabteilung haben oder soll ich das alles weiter rausgeben, soll ich das weiter aufsplitten auf verschiedene Dienstleister oder einen oder wie siehst du das? Also ich glaube, das Wichtigste bei all diesen Sachen ist, dass ich erstmal überhaupt ab einer gewissen Größe jemanden habe, der sich um die Patentstrategie kümmert. Dass das nicht ist, ja, machen wir auch, haben wir eine, sondern dass da einer mindestens mal im Unternehmen ist oder eine Abteilung, die nicht nur umsetzt, die also aktives Warten, bis jemand kommt und dann habe ich den Kontakt zu dem, sondern dass ich selbst als Projektkoordinator oder der Verantwortliche aktiv im Unternehmen quasi Marketing für Patente mache. Ja. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ob ich dann sage, wir bauen uns jetzt eigene Leute auf oder ob ich dann mit mehreren zusammen, das ist erst der zweite Part aus meiner Sicht. Da kann es gute Gründe für das eine wie das andere geben. Ja. Wenn ich viel Inhouse habe und ich habe jetzt 10 Mann oder sonst was, wirklich 10 Patentanwälte, das ist sicherlich nicht ohne, das ist schön, dass ich da die Leute habe. Ich muss nur sehen, kriege ich die Besten auch wirklich da gehalten? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht. Das heißt, das kann die Entscheidung sein, dass ich sage, naja, die besten Patentanwälte habe ich vielleicht eher draußen. Die Stärke der Patentanwälte, die ich hier im Unternehmen habe, ist, dass die das Unternehmen kennen. Ja. Die sind vielleicht vom Patentanwaltsmäßigen her nicht so ganz toll, aber die kennen unser Unternehmen und die kennen alle in der Entwicklungslage und die werden auch gern gesehen. Ich sage das gerne so, wenn die Tür jetzt aufgeht bei meiner Besprechung und der Patentkoordinator kommt rein und die ganzen Entwickler sagen, ach Gott, schon wieder der. Ja. Das meine ich nicht, sondern die müssen, gut, dass du da bist, pass mal auf, wir haben hier ein Problem. Das ist die Art. Ja. Das heißt, es ist mehr so ein softer Faktor, dieser menschliche Faktor, der wie so ein Visionär ist, den brauche ich als diesen Patentkoordinator. Der muss also diese Vermittlung machen können. Ja. Das heißt, er muss das Geschäftsmodell verstehen, er muss verstehen, wie die Entwickler ticken und auf der anderen Seite muss er aber auch zumindest die Grundlagen als Patentanwalt können, sodass er die Sachen einschätzen kann und dann sagt, also bei dem Ding, da bin ich überfordert, da holen wir uns jetzt die Kanzlei, was weiß ich, raus. So würd ich die Sache sehen bei dem extern oder intern machen. Ja, Bernd, ich finde es toll, dass du hier auf meinem Kanal Gast bist. Aber bevor ich dich entlasse, wollte ich dich fragen, ob du nochmal so, weiß ich, deine Top-Tipps abgeben kannst an Führungskräfte, wenn sie mit Patenten zu tun haben, was sie da beachten müssen. Also bei Führungskräften oder vor allem auch für den Unternehmensinhaber oder die Leitung würde ich sagen, als erstes mal habt eine Strategie. Ja. Macht euch erstmal überhaupt klar, was ist unsere Strategie? Brauchen wir Patente? Wenn ja, wie gehen wir da vor? Was eben hatten, intern, extern, was weiß ich. Die andere Sache haben wir noch gar nicht angesprochen. Was passiert, selbst wenn ich sage, wir brauchen keine Patente, okay. Wie stellt ihr sicher, dass ihr nicht auf Patente reinfallt, dass euer Wettbewerber ein Patent hat? Also wie schaut ihr euch den Markt an, dass ihr da abgesichert seid? Das gehört alles für mich zur Strategie dazu. Und da muss man dann halt einfach sagen, Jungs und Mädels im Vorstand, das kostet Zeit und Geld. Das muss euch klar sein, das gehört dazu. Das ist eine
Investition. Und eine Investition kostet immer Zeit. Und das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wenn ihr euch für eine Strategie entschieden habt und wenn ihr dann wirklich eine Patentabteilung oder vielleicht mehr am Anfang vielleicht auch nur einen Patentkoordinator habt, unterstützt den. Für mich ist das Gleiche, wie wenn ich ein Projekt habe. Sagen wir mal, der Unternehmer sagt, wir führen SAP ein. Das ist ja vielleicht ein schlechter Beispiel. Ein ERP-System. Ja. Und dann unterstützt er den, weil der ist verloren ohne den Backup von weiter oben. Und diesen Backup braucht auch der Patentkoordinator, sonst steht der im Regen, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Also diese drei Sachen, Strategie, seid euch klar über die Strategie. Seid euch klar, dass die Strategie Geld und Zeit kostet. Mhm. Das ist eine langfristige Investition, die ist aber wichtig. Mhm. Und das Dritte ist, wenn ihr euch dafür entschieden habt und wenn ihr dann Leute habt, die sich damit wirklich beschäftigen, die den Hut aufhaben, die brauchen eure Unterstützung. Mhm. Es geht gar nicht nur ums Geld, es geht vor allem um diese Wertschätzung, Zeit und diese Wichtigkeit, dass alle anderen auch mitziehen. Ich glaube, das sind die drei Hauptpunkte, wo ich sagen würde, die wichtig sind. Toll, ja. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Viel Spaß gemacht. Wenn Leute noch Fragen haben oder so, wie können sie dich am besten erreichen? Also, wer mich finden will, findet mich am besten eigentlich über Google, weil ich so ein Gerob, GERO-P, findet man direkt, wenn man Bernd Gerob eingibt, meine Seite. Und ansonsten sehr gern meinen YouTube-Kanal, Führung auf den Punkt gebracht in Deutsch, oder Bernd Gerob, das ist dann der englische Kanal. Oder dein Podcast. Oder mein Podcast. Auf den Punkt gebracht. Genau. Das sollte ich nicht vergessen. Genau, also ich bin eher der Podcast Konsumierer, sage ich mal. Ja. Genau. Ja, toll, vielen Dank. Vielen Dank, Rolf.